Klar, Traum. Handbuch einer Fee. Das Informationszeitalter war nur Werkzeug, Geld eine Hilfsgröße, der Tod nur eine Krankheit. Jetzt kommt Universum 2.0, Mensch 2.0. Den Untergang können wir überspringen, Rache auch. Heilige Geometrie küsst Wissenschaft. Hawking entdeckt Schöpfung. Zeit für ein neues Zeitalter. Sei bereit für ein Buch, das jedermanns Realität bricht. Es zieht dich in ein schwarzes Loch und beendet unser Zeitalter. Klartraum ist der Auftakt zum globalen Aufwachen. Ab nun sind die schönsten Geschichten dabei zu passieren. Anmerkung: Klartraum ist gleich luzider Traum. Du wirst dir im Traum darüber bewusst, dass du träumst. Ab dem Moment kannst du den Traum steuern, nach Definition. It's about, was machen die Menschen in 100 Jahren, wenn der Wandel Geschäft ist, wenn Krieg und Geld Geschichte sind, wenn wir frei sind, während wir und Planet Erde heilen. Es ist, als ob wir die Jobs machen würden, die es erst in 1000 Jahren geben wird. Am Ende der Welt, wie leben wir? Ich dokumentiere das neue Zeitalter. Alles, was nicht aussterben wird. Alles, was bewegt und kreiert. Handbuch zur Evolution. Was wichtig ist, findest du selber raus. Es beginnt im Nullpunkt. Fuck you all. Endet in der Unendlichkeit. Der Null. Wahrheit lässt sich maximal in Bedeutung kodieren. Der goldene Schnitt steckt in jedem. In diesem Leben finde ich raus, wie es sich anfühlt, Prägung abzuschütteln. Komponier dein Karma. Seed of Light. Denn wenn wir wirken, produzieren wir die Zukunft, aus der wir kommen. Create the Sphere for Future Generations. Cosmic Library. Wir schreiben an einem gigantischen neuronalen Netzwerk. Duden für die Menschheit. Physik verstehen. Gefalteter Raum. Entschlüsselt. Die Menschheit braucht eine neue Bibel. Wenn nicht wir, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir wurden nie aus dem Paradies vertrieben. Bewusstsein ist Schwarmintelligenz. Spezies Mensch als Bioorganismus. Transformation zum Urmenschen. Exponentielle Evolution. Dein Gehirn hat mehr Neuronenverbindungen als Sterne in der Galaxie. Ein Wirkbuch. Dokumentiert Magie. Gefaltete Informationen in Wirkung. In diesem Jahrhundert lösen wir alle Probleme. Awake. Und am Schluss? War alles in deinem Leben Pinselwerkzeug? Die Idee erschafft sich selbst, eben weil sie so verrückt war. Zaubern funktioniert nur, wenn du vergisst, was vorher war. Dein Karma komponierst du selber. Keiner ist zu einem verdammten Leben verdammt. Wer ein Vorwort sucht, kann lange suchen. Es folgt ein Einstieg durchs Kaninchenloch. Vorschau zum Nachwort. Nachwort zur Alpha-Version des Klartraums. Du wirst ein Wirkbuch hören, lesen. Wie in den genialen Filmen wird es mit jedem weiteren Mal anschauen, immer mehr entschlüsseln, Querverbindungen eröffnen. So auch für dieses Werk. Das Buch ist kostenlos, Quelldatei im Netz. Klartraum ist Open Source, darf von jedem zerpflückt, kopiert, erweitert und wieder veröffentlicht werden. Das Werk sollte ursprünglich über Untergrundnetzwerke zu einem ganzen Schwarm von ähnlichen Büchern verschiedener Autoren werden. Doch hier und heute wird der Untergrund übersprungen. Es ist wichtiger, dass das Licht früher leuchtet als später. Klartraum ist kostenlos, bla, Quelldatei im Netz, bla, Verlag wird nicht gesucht, Verlage werden einfach drucken. Die Information ist Licht, darum wird alles, was zu passieren hat, rückwirkend passieren. Sollte es Einnahmen geben, fließen diese in Ländereien für den Wandel und kostenlose Druckversionen vom Buch, bis das Geld eh aufgehoben ist. Presseanfragen werden ignoriert und sind irrelevant.
Mit dem Buch ist alles gesagt, was es je zu sagen gab. Bald ist alles selbstverständlich. 1 Schub. Die Welle kommt, egal ob es der Letzte kapiert hat. Nach künstlerischer Einleitung geht's bald los mit der Weltformel. Die Weltformel ist Grundlage, um Evolution, Metamorphose und Unsterblichkeit des Menschen zu erklären und anhand von Biologie, Physik, Natur verständlich zu machen. Die Menschheit beschreibt bald eine Metamorphose, die durch Schwarmintelligenz ausgelöst wird. Es ist an der Zeit, dass die Menschheit weiß, was DMT und Salvia divinorum ist. Im Vergleich mit der Wissenschaft lösen sich hier alle Geheimnisse. Zusammenfassung Weltwissen. DMT, the Spirit Molecule, entschlüsselt Gott. Salvia divinorum, der Wahrsagesalbei, der Göttersalbei, entschlüsselt die Erschaffung. Danach ist bewiesen, dass viele, die nicht ernst genommen wurden, recht hatten. Der Mensch ist gleichzeitig Schöpfer. Das Universum ist nicht um uns, das Universum ist in uns. Klartraum liefert die Grundlage für die wichtigste Information an die Menschheit. Unser Zeitalter wird sehr bald enden. Das klingt unglaublich, darum gibt es ja den Klartraum, um aufzuwachen und logisch zu verstehen. Der Klartraum wurde im Januar und Februar 2017 erstellt. Anfang Februar 2017 erreichte mich die Autorin die Nachricht, dass die Welle schneller kommt, als Wahrheit Wirkung bekommt. 2 Tage zuvor war die logische Herleitung der Unsterblichkeit gelungen. So hat sich das Projekt, das auf 1 Jahr geplant war, verkürzt. Alle Informationen gehen jetzt raus. Wer zu ahnen glaubt, dass es wahr sein könnte, der kann gleich wieder den Ausgang des Buchs benutzen. Im Finale Menschheit, Besprechung des Untergrunds. Das wird dann wahrscheinlich der 3. Teil von dem Hörbuch. Dort finden sich dann Links zum Wissen zur Zeitenwende, wie die Welt danach aussehen wird und was es auf der Titanic noch zu beachten gibt. Auf die bereits sichtbaren Strukturen zu Schwarmintelligenz Mensch, artgerechte Haltung, Evolutionsblockaden lösen, sowie die Aktivismus-Sticker im letzten Drittel sei außerdem verwiesen. Geh mal die Wege außerhalb der Box. Achtung, das Buch einer Physikerin ist eindeutig Pseudowissenschaft, waghalsige Poesie. Daredevil kann unmöglich ernst genommen werden. Wer also innerhalb der Grenzen seines Zeitalters bleiben will, hört hier und jetzt auf zu hören. Lesen. Komm, ich zeig dir den Kaninchenbau hinter dem Horizont. Es reicht, wenn es die Magier anzieht. Der Rest passiert. Index Guide Welt. Hallo Welt. Die nächsten 70, ja, wir kürzen das hier ein bisschen. Es startet mit einem Film. Nach Poesie zum wilden Leben, das Schlafende weckt, folgt ab Seite 50, was du über die Welt von heute wissen musst. Sie wird aussterben. Warum und welche Musik das begleitet, ist auf weniger als 10 Seiten abgehandelt. Aktivismus, Kapitalismusprognose, erkenne die Muster, die Leben erzeugen. Positivterror. Doch schaust. Kalter Krieg der Liebe. Rezept zur Revolution. Das schüttelt durch, daraus wird ein Tanz. Tanz der Weltlinien, Muster der Liebe. Die Fee erzählt dort auch vom Stilbruch Me, Fabelwesen im Facebook-Jahrhundert. Physikerin, Transition, Rainbow, Evolution. Das ist das Vorwort. Ja, genau, ganze 80 Seiten. Wie gesagt, wird hier ein bisschen gekürzt. Danach geht's eigentlich erst los. Welcome to the Matrix. Ab hier kannst du auch die Version für Fabelwesen und Forscher weiterlesen. Hallo Magier. Und alle, die wissen, dass sie aufgewacht sind. Das Buch enthält alles, was wichtig ist. Beam dich durchs Kaninchenloch und starte in einer der Wolken, die deine Existenz maximal vernetzen. Neudefinition einer Bibel, ca. Seite 80. Danach wird's dicht. Es beginnt mit der Weltformel, gefolgt von Weltformel Biologie. Beide sind Grundlage für Evolution by Plants. Das erweitert das Bewusstsein. Das erste trojanische Pferd ist Ayahuasca, DMT, the Spirit Molecule. 2 Seiten für die Menschheit über DMT. Nach Rede an die Menschheit folgt Drogenaufklärung
Und die Schachtel in der Schachtel. Seiten für die Menschheit über Salvia Divinorum. Seit wenigen Wochen ist damit nämlich Unsterblichkeit herzuleiten. Es beweist das ja schon lange an. Das Wichtigste, was es zu wissen gibt, liegt im Schwarzen Loch, der Besprechung des Untergrunds, im dritten Teil dann wohl, ab Seite 217. Und hier kommt eine Vorschau auf den Index-Guide ab letzten Drittel, per Anhalter durch die Galaxis. Index-Zwischenstopp. Guide durch die gefalteten Räume. Letztes Drittel. Wo sind wir denn jetzt? Mach mal einen Halt. Das war zuletzt die Evolution von Gott im Schwarzen Loch. Da sind wir erstmal am Ende einer Zoom-Stufe angekommen. Hawking küsst Schöpfung. Fühlt sich so an, als ob bald alles erfasst wäre. Da kommt einfach so Stille und jetzt. Intuition leveln, was die Emotionen entfaltet. Stille wie Eskalation. Weinen und Lachen, Spielplätze für Gewalt, sowie das Gefühl der Freiheit haben dort Raum. Führt zu Leben in der Natur, artgerechte Haltung, ein Bilderbuch aus den Wunderländern, die es schon gibt. Wohnen in einem Raumschiff ist so genial. Dann ist Evolutionsblockaden lösen angesagt. Begriffe zu entsorgen oder neu erfassen. Was haben wir eigentlich für ein Problem mit Selbstmord, Egoist, Tätern? Da will was Wertung pulverisieren. Der Nullpunkt wollte auch noch ein eigenes Kapitel haben. Workshop in Magie, Träume und DMT, Resonanz und Reinkarnation, unter anderem im Anspruch auf Vollständigkeit. We came to dance fließt über in muss nicht alles ins Buch Physik verstehen. Dazu zählt auch Murphy's Law. Alles, was schieflaufen kann, wird es auch, besagte es. Jetzt haben wir das Gegengesetz dazu formuliert. Alles wird passieren und es wird geil. Den angestrebten Zustand nennt man auch Equilibrium, Balance. Und Elysium, das wunderschönste Wort, das die Insel der Seligen. Ganz am Schluss auch noch die Seiten, die entfernt wurden. Ja, das sparen wir uns hier echt. Anmerkung. Und am Schluss kommt das Buch ohne Außerirdische und Verschwörungstheorien aus. In beiden Themen steckt natürlich auch viel Wahrheit, aber die können für unseren Evolutionssprung erstmal vernachlässigt werden. Angewandte Physik. Das Orakel. Märchen 2.0. Kapitalismusprognose in biologisch-organischen Systemen. Der Kapitalismus nähert seinen Untergang. Kapital wird zur Ironie. Es ist genug produziert, um Geld und Besitz aufzuheben. Generationen leben aus der Überflussware, generieren ein reparierendes System. Kleine Mikroorganismen verstoffwechseln das System. Kreise, Spiralen, Schwarmintelligenz, Evolution. Experiment Anarchie als Organismus. We are one. Geld wird Geschichte sein, so wie Krieg. Hashtag stirbt aus. Workshop im Hellsehen. Krieg ist die Kollision von willkürlich erschaffenen Systemen. Die Natur kennt keinen Krieg. Nur ein Fressen und Gefressenwerden und Evolution zu lebendigen Systemen höherer Ordnung, die sich selbst erhalten. Dass es Berufe gibt, wo man immer das Gleiche machen muss, zum Beispiel ein Fließband befüllen, ist total unnatürlich. Stirbt auch aus. Berufswege sollten fraktal statt linear sein. So viel Verbindungen und Fähigkeiten, dass du dir das Wirkfeld aussuchen kannst, das zu deinem Fluss, zu deinem Sein passt. Und es kommt zurück. Alles nur aus Liebe. Du kannst auch laufen, dann geht's schneller. Aber wenn du gehst, kannst du noch tanzen. Die Bäume werden alt genug, um zu erleben, wovon ich schreibe. One tribe, planet Earth. Boom. Magic at work. Stell dir vor, alle Türen wären offen. Alle Räder ohne Schlösser. Du wolltest keine Schuhe. Es geht ums Vereinfachen der Existenz. Erkenne die Muster, die Leben erzeugen. Natur und Kunst ist keine Kategorie. Es ist das Einzige, was es gibt.
Alles andere sind temporäre Glaubensbilder, willkürlich erschaffene, geboxte Systeme. Alles, was nicht mit Leben verbunden ist, ist tot. Häuser, Firmen, Hierarchien, Staaten, Geld, gespeist aus Machtkonstrukt statt Liebe und Verbindung. Städte sehen von oben aus wie eine Krankheit, die den Planeten befallen hat. Krankheit beschreibt, was seine eigene Existenzgrundlage zerstört. Wir befinden uns in einer frühen Phase von Spezies Mensch. Erdöl kennen wir erst seit 200 Jahren. Weder füllen wir auf, was wir verbrauchen, noch reparieren wir, was wir zerstören. Wir wachsen exponentiell. Das heißt, wir verdoppeln Energie- und Warenströme immer wieder. Es sind lebendige Strukturen, die sich in Wäldern und Orten fernab der Zivilisation entwickeln, die überleben werden. Die Kreise, Adern, Fraktale einen vernetzten Organismus abbilden. Vorstufe für Schwarmintelligenz von Spezies Mensch. Cluster vernetzen. Die vielen Netzwerke des Wandels. Dafür haben wir die Entwicklung bis zum Informationszeitalter gebraucht. Ab einer kritischen Masse findet in biologischen, physikalischen Systemen ein Phasenübergang statt. Eine Transformation. Von der Raupe zum Schmetterling. Die Revolution wird ein nicht auszulöschender Virus. Atomkrieg hin oder her. Man müsste den Planeten schon in Plastikfolie einwickeln, um Leben wirklich zu zerstören. Ansonsten wird noch genug Urinformation übrig bleiben, um sich zu erfüllen. Gespeichert in jedem Baum, jeder Zelle, jedem Unterbewusstsein. Autos werden gestapelt, ein Museum der Dummheit der Menschheit ergeben. Zu viel von der unpraktischen Raumform. In LKWs und Containern lässt sich wenigstens wunderbar modular wohnen. Etwas abbilden, was sich wieder selbst erzeugt. Eisenbahnlinien bleiben, bilden ein Adernnetzwerk in Metall. Als selbst erschaffene Verbindungslinien der Menschen sehen von oben aus wie, siehe da, Fraktale, die wie Neuronenverbindungen die Orte verbinden, an denen wir leben und wirken. Der Ausbau der Wege des Planeten war notwendige Bedingung für alles, was kommen wird. Facebook soziale Echtzeitvernetzung und Wikipedia als Hirnspeicher der Menschheit ebenso. Danke Kapitalismus, danke Erdöl. Das war unsere Aktivierungsenergie für den lange geahnten Wandel. Kurzfristige aussterbende Muster erzeugen die exponentielle Evolution der lebenden Muster. Selbstjustiz enthält weder Achtsamkeit noch Kreation. Fördert Evolutionsstufen, wird aussterben. Dynamische Systeme für Gleichgewicht und Heilung werden die anderen überwachsen. Und irgendwann leben die Menschen nur noch in den schönen Orten. Artgerecht und miteinander verbunden als Organismus. Selbsterhaltend und im Gleichgewicht. Äquivalent zur Natur. Mach's dir maximal schön. Leb innerhalb der Geometrie der Natur. Waldlichtung. Where the trees gather, wo die Bäume sich versammeln. Bäume, Fraktale, Adern, Pilzorganismen, Schwarm, Symbiose, Torus. Nature tells. Hast du schon mal gesehen, wie schnell es geht, wenn die Spinne die ahnungslose Fliege verspinnetzt? Wie perfekt sie mit Mini-Kraftpunkten entlang der Sacred Geometry ein bombenstarkes Netz aufspannt? Wir waren mal Spinne. The Short Story of Capitalism. Du schaust. Positiv-Terror. Tja, uns Hippies gibt's immer noch. Nicht einkalkuliert in die BWL-Lehrpläne, die Masterpläne der Staaten, Firmen, Religionen. Man gebiert uns in den grauen Schuhschachtelsystemen und versucht, das System zu erhalten. Was wären wir ohne die 40-Stunden-Woche und die Vermeidung der Arbeitslosigkeit stirbt aus. Geld war uns noch nie wichtig. Wir sind verbunden. Wir verändern die Welt, teilen unsere Joints, leben die Zukunft, aus der wir kommen. Wir sind alle Hybride. Punk, Nerd, Hippie, gimme names. Wir sind die, vor denen dich deine Eltern gewarnt haben.
Langeweile wird auch aussterben. Dafür gibt es kein Muster im Universum. Rezept zur Revolution. La Belle Verte. Zitate aus dem Film. Meinst du, sie haben das Geld noch nicht abgeschafft? Was ist das, Geld? Zum Beispiel, wenn du was haben willst, wirst du es nicht bekommen, wenn du kein Geld hast. Nicht mal was zu essen? Man stirbt, wenn man nicht isst. Das ist denen völlig egal. Es gibt nichts ohne Geld. Das gibt's doch nicht. Und jetzt herrschen die Degenerierten über alle. Sie nutzen bestimmt nicht mal ein Zehntel ihres Hirns. Sie entwickeln sich eben in ihrem Rhythmus. Das ist wie mit dem Korn, das wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Ja, aber wir könnten das Korn etwas düngen. Ja, wir schließen ein paar Erdbewohner kurz, das wird sie aufrütteln. Rezept zur Revolution. Nach dem Industriezeitalter gab es bei uns große Prozesse und Boykotts. Alle Produzenten von Produkten, die schädlich für Menschen, Tiere und Pflanzen waren, wurden des Völkermords und des Verbrechens am Planeten schuldig gesprochen. Und das waren? Die Lebensmittelindustrie, die Chemiekonzerne, die Fabrikanten von Waffen, Tabak, Alkohol, die Pharma- und Atomindustrie, Automobilhersteller, Architekten, viele Ärzte und Politiker, die alles zuließen, um sich zu bereichern. Da kommt was zusammen. Es entstand ein Bürgerkrieg, dann folgte der Boykott. Der Boykott? Alles, was schädlich für das Leben war, wurde nicht mehr gekauft, kam auf den Sperrmüll. Das war die Lösung. Keine Käufe, keine Produktion. Armee und Polizei konnten nichts gegen den Boykott tun. Wie hieß sie gleich wieder, diese Epoche? Das Chaos vor der Wiederbelebung, vor der Prärenaissance. Chaos before Revival. Die französische Komödie La Belle Verte, der grüne Planet von 1996, wurde in den Industriestaaten nur selten und spät nachts ausgestrahlt. Denn das System hat keine Forderungen mehr zu erfüllen. Es kann sich nicht freikaufen von dessen Untergang. Wenn du alle Parameter kennst, brauchst du keine Anleitung. Das sagte der SS-Offizier über Georg Elser. Elser baute und zündete die Bombe auf Hitler, hatte sich nur um 13 Minuten verschätzt. Es ist wie im Bader-Meinhof-Komplex-Film. Während die RAF-Bomben die Botschaften hochjagen, hört man die Aufschläge der Schreibmaschine. Wir fordern die sofortige Einstellung der Angriffe. Wir fordern den Abzug aller Truppen. Wir fordern nur, dass die Revolution des Bewusstseins keine Bomben braucht. Sie wird sich einfach erfüllen. Wir sind die, die es umwerfen. Kalter Krieg der Liebe. Virus der Heilung. Forbidden Thoughts unleashed. Wenn du für diese Revolution sterben würdest, dann kannst du auch dafür leben. Ohne Kinder zu haben, hätte ich wohl Teilchenphysik am Large Hadron Collider, am CERN-Teilchenbeschleuniger spezialisiert. Promovieren? No way, die Welt brennt. Ich kann mich nicht auf ein Fachgebiet spezialisieren. Also hieß es, die Stadt, in der meine Kinder leben, zu verwandeln. Transition Regensburg aufzubauen. Teil der weltweiten Transition-Bewegung. Eine Plattform für den Wandel. Danach Revolution by Rave. Sie ist gelebte Subkultur. Sie lebte den Traum einer Generation. Aus das wilde Leben. Danach kommt Stille. Metamorphose. Prägung abschütteln geht noch viel tiefer. Ich habe es Weltretten auf innen verlagert. Seitdem ist alles gut. Kenne deine Aufgabe. There is no fear. Fear, F-E-A-R. Feel excited and ready. Immer wenn du Angst hast, denk dran, das ist der Auftakt zu Feel excited and ready. Bei den Feen ist es wie bei den Bullen. Wenn ich den Job nicht mache, dann macht's eine andere. Die meisten glauben, dass sich ein Moment an den nächsten reiht. Dabei gibt es nur diesen einen Moment. Nur das Jetzt. Vergangenheit und Zukunft sind Geschichten, die wir uns erzählen. Was du glaubst, schränkt die Möglichkeiten ein.
mit 17 von den Zeugen Jehovas ausgetreten. Die Bibel zweimal durchgelesen. Fuck off. Prägung abschütteln. Stilbruch mit Bibel und Gott. Rules are made to break. Bibel heißt rückwärts sowas wie Liebe mit Fantasie. Märchen und die Bibel sind das, was sich am längsten im Menschheitsbewusstsein gehalten hat. Woher kommen die Geschichten, Ideen über die Fabelwesen, Märchen, Magie, die ältesten, persistenten Gedankenmuster? Frag, was es heißt, unsterblich zu sein. Randbedingungen, neue Bibel. Was sollte denn eine neue Bibel? Zumindest in Ansätzen alles enthalten, was es zu wissen gibt. Jemals. Bibel 2.0. Verwendung des Wortes Bibel, weil es als kürzester Informationsweg in deinem Kopf ausdrückt, was eigentlich ein Buch der Menschheit sein sollte. Eine Marktlücke. Ein Werk, das die Evolution entschlüsselt, das Leben abbildet und den Tod optional macht. Klingt unmöglich, doch die Quantennatur der Dinge lässt auch sehr unerwartete Fälle eintreten. Klartraum. Klartraum ist eine fraktale Ähnlichkeitsabbildung zu einer neuen Bibel. Wird sich unter hunderte weiterer Werke einreihen. Gemeinsam schreiben wir an einer Cosmic Library. Falten die Sprache, entfalten Wirkung, erweitern das Bewusstsein, entschlüsseln das Leben. So viele Welten auf kompakt minimal wenig Raum packen? Das geht, dachte Escher. Das geht, dachte Gott. Es hat nur bis zur Entwicklung ins Web 2.0-Zeitalter gedauert, weil Mediendesign für Wirkung, Wikipedia für ausgelagertes Wissen sowie die Webbildsuche eine notwendige Zutat fraktaler Wirkbücher sind. Und ohne Steve Jobs hat das Ganze doppelt so lange gedauert. Unser Zeitalter war nur so zurückgeblieben, weil Gott die Technik noch nicht nutzen konnte. Sobald du anfangen musst nachzudenken, kannst du wieder aufhören. Meinung ist irrelevant. Jeder kann Zugang zu Direktwissen freischalten. Es ist unlogisch, wenn du alt werden müsstest, um weise zu sein. Es ist tot, was vergessen wurde. Es wird geboren, was wiedergefunden wird. Es stirbt, was sich nicht weiterentwickelt. Reality is what is not. We see all the frequencies that things don't want to absorb. Yet we feel what is and could be by reactions on emitted frequencies and feelings. Physik verstehen. Woher kommen die Farben? Dinge haben unterschiedliche Farben, weil ein Teil des Lichtspektrums nicht absorbiert, nicht aufgenommen wurde. Wir sehen das Inverse dessen, was ist. Doch wir fühlen, was ist. Jeden Menschen gibt's 100 bis 1000 Mal auf diesem Planeten. Dear 2012. Die Art unserer Begegnungen, unsere Leben, passiert tausendfach und zeichnet Muster. Fraktale Ähnlichkeitsabbildung. Jeder Mensch kennt jeden anderen Menschen über 7 Ecken. In sozialen Netzwerken über nur 3,5 Ecken. Das nennt man das kleine Weltphänomen. Weltlinien sind Pfade in der Raumzeit. Begegnen sich zwei Menschen, berühren sich deren Weltlinien. Erkenne die Muster. Google zeichnet deine Weltlinien übrigens automatisch auf. Wann du wo bist auf der Karte. Automatisch mit jedem Android-Smartphone praktisch gezwungen über Google Play. Kann man im Konto ausschalten, dass es das nicht tut. Ja, das Wort schlägt nur so um sich mit Hashtags. Das ist nämlich einfach nur eine Erweiterung für die Optik. Man kann ja da so viel schneller ergreifen und sehen, worum es geht und wie es beschrieben wird. Hashtags sind Greifarme. Die Rauten sind einfach eine optische Anheftung und das fängt Bedeutung ein. So tust du dich leichter beim Lesen und auch beim Verstehen, weil ein Hashtag speichert mehrere Verbindungen. Das ist ein neuronaler Knoten. Cosmic Library Pathfinder Project. Farbwegweiser. Ja, grüne Seiten haben wir hier nicht. Allerdings, du kommst schon klar.
ist ja immer wieder dieser Index-Guide, ne? Haben wir unseren Hasen, der führt uns. Fraktale Beweisführung. Das Buch ist so konzipiert, dass alle noch so verrückt klingenden Worte im Lauf des Buchs oder spätestens beim zweiten Mal Sinn und Logik ergeben. Selbstlogik. Na, eigentlich, das spätestens beim zweiten Mal fliegt raus. Das ergibt nämlich schon beim ersten Mal Sinn. Muss das halt echt nur mal durchziehen, zu lesen. Composing the Symphony. Wie ein zerstreuter Professor habe ich nun 1000 Schnipsel, die einsortiert werden wollen, in die Cosmic Library. Index-Zwischenstopp, erstes Drittel. Guide durch die gefalteten Räume. Nach dem Einstieg durchs Kaninchenloch, dem Erkennen der Muster, die Leben erzeugen, was ausstirbt, über die Muster der Verbindungen der Liebe, die haben wir hier übersprungen aufgrund der Dringlichkeit der Information, die da kommt, zum Feentum, über die neue Definition einer Bibel, die hatten wir jetzt. So kommen wir nun zur Weltformel, in die wieder alles verschachtelt werden kann. Was unweigerlich zum Thema Global Consciousness führt. Die Ursuppe, aus der wir kommen. Diese wiederum ist sehr zeiteffizient über den DMT-Raum zu erkunden. Danach kommt man auch so viel schlauer zurück und kann sich der Erforschung der Evolution widmen. Wir haben da was übersehen. Insekten sind ja auch so klein. Hier wird die Raumverbiegung maximal. Wir nutzen den Aufmerksamkeitsmoment. Es folgt die Rede an die Menschheit. Ratatatam, das Universum im Witz. Dann kommt die Schwarmintelligenz, Metamorphose Mensch, Evolution by Plants und Drogenfeinstruktur. Ist Auftakt zu, es ist an der Zeit, dass die Menschheit weiß, was Salvia Divinorum ist. Hier wird die Unsterblichkeit hergeleitet. Stephen Hawking und Salvia Tripp-Berichte liefern den Schlüssel. Finale, Mensch ist Schöpfer. Zoom out in die gelebte Evolution zur Schwarmintelligenz Mensch. Rainbow Movement. Zwischendrin das finale Menschheit, Besprechung des Untergrunds, warum eine Welle kommt. Dann die artgerechte Haltung und lebendige Wohnformen, entführt in die gelebte Utopie. Dann kommt noch Evolutionsblockaden lösen, Anspruch auf Vollständigkeit, Physik verstehen und Aktivismus-Sticker. Danach ist alles gesagt, so oder ähnlich. Auftakt zur Weltformel. Das Universum passt in ein Bild, ein Musikstück, eine Formel, in dich. Weltlinien sind Pfade in der Raumzeit. X, T. Begegnen sich zwei Menschen, berühren sich deren Weltlinien. Physik verstehen. Klare Sprache. Physik Word Cloud Fundus. How things work. Ladung, Spannung, Energie gleich Masse. Wirkung, Kraft, Impuls, Streuung, Kollision, Streuquerschnitt, Grundzustand E0, Aktivierungsenergie, Welle, Resonanz, Kohärenz, Konvergenz, Divergenz, Nullpunkt, die Einhüllende, die Gruppengeschwindigkeit, die Wellenfunktion und ihr Operator. Nichtlineare Dynamik und Chaos. Quanten, Superposition, Vertangelung. Während des Studiums wünschte ich mir eine Vorlesung, die Zusammenhänge der Physik. Setz mal Bewusstsein und Gefühl ein. Physik verstehen. Quantenraum. Hawking-Strahlung. Black Hole. Wie fühlt sich ein schwarzes Loch? Schwarze Löcher haben eine Faszination. Die Wellenfunktion eines Teilchens steht einem unendlich hohen Potenzial gegenüber. Die Krümmung der Raumzeit und Dichte ist unendlich. Nichts entkommt dem Ereignishorizont wieder. Doch die Quantennatur der Dinge bringt Magie ins Spiel. Denn jedes Teilchen ist Welle und Teilchen zugleich. Hat die Möglichkeit, auch irgendwo sonst im Universum zu sein. Darum schrumpfen schwarze Löcher auf lange Zeit. Die entweichende Energie heißt Hawking-Strahlung. So entkommt die Unendlichkeit der Null. Stephen Hawking liefert einen Teil der Weltformel. Quantenphysik stellt die Logik auf den Kopf und beschreibt, wie etwas Unmögliches möglich sein kann. Quantum Space is Magic. Materie wie Energie sind im Kleinsten quantisiert.
als Welle in verschiedenen Zuständen. Der Zustand eines Systems ist vom Beobachter abhängig. Ein quantenmechanischer Zustand besteht aus Überlagerung, Superposition, aller Möglichkeiten, die es geben kann. Quanten können miteinander verschränkt und gekoppelt sein. Entanglement. Alle Pfade, die im Universum möglich sind, nimmt ein Teilchen auch von seinem Weg nach A nach B, weil es sich wie eine Welle im Quantenraum ausbreitet. Nennt sich Feynman'sche Pfadintegrale. Richard Feynman, wahnsinnig tolle Weltformel. Die grundlegende Struktur der Unendlichkeit bildet Kreis, Spirale und der Torus. Die Abbildung, Projektion der Unendlichkeit funktioniert in Fraktalen. Die große Struktur verschachtelt die kleine und umgekehrt. Weltformel Baukasten. Kreis, Spirale, Torus, Fraktale, Null und Unendlich. Von nun an wirst du diese Strukturen überall sehen. Fraktal. Es wächst, es lebt. Selbstähnliche Systeme reproduzieren sich unter Weiterentwicklung, das heißt Fraktal. Eine fraktale Ähnlichkeitsabbildung. Das Große im Kleinen, das Kleine im Großen. Ein Bruchstück im Bruchstück. Fraktale können die Unendlichkeit falten und entfalten, sind multidimensional. Küstenlinien, Adern, Bäume, Organe des Menschen, Nerven, Neuronen, Organismen haben Fraktaleigenschaften. Lebendig. Torus. Eine in sich geschlossene Form, ein innerer und ein äußerer Kreis. Was oben rausgeht, fließt unten zurück und umgekehrt. Die minimalste Definition ist Selbstliebe. Ein Atom, eine Zelle, der Mensch, Tier, Baum, Pflanze, das Erdmagnetfeld, die Sonne, das Zentrum unserer Milchstraße, das Universum, ein Torus. Weltformel SMS-Geschichte. An dem Tag, als die Weltformel eingefallen ist, sollte ich mit der Spitzhacke Kabel vergraben fürs Fusion Festival 2016. Ich musste die Arbeit unterbrechen, mich ins Gras legen und mir ist die Weltformel eingefallen, auf dem Weg vom Transfer-Frühstück zum Spitzhacken Stromkabel verlegen, an meine Freundin schreiben. Doch die Nachricht ging stattdessen versehentlich an meine 7-jährige Tochter. Also stieg ich in die oberste Kammer des Baumhauses, um die Weltformel verständlich für ein Kind zu verfassen. Die Weltformel SMS. Die Weltformel. Danach sucht die Menschheit, schon bevor die Mathematik sie so genannt hat. Sie erklärt alles, alles leitet sich daraus ab. Der Sinn des Lebens, warum wir da sind. Was die Zeit ist, was vor dem Urknall und nach der Unendlichkeit kommt. Bisher hat man sich ihr nur angenähert. Man fühlt, sie ist nicht mehr weit. Was ist Leben? Fraktale. Erinnere dich an die Bilder der Bäume und verschachtelten Muster, die du kennst. Jede Struktur, die sich selbst erschafft, wächst. Das Große im Kleinen, das Kleine im Großen. Das bedeutet Leben. Und Leben wirkt durch drei Formen. Der Kreis, die Spirale und der Torus. Die perfekten Urstrukturen. Ein Torus ist ein Apfel, ein Baum, das Magnetfeld der Erde, ein Wurmloch im Universum. Das Bioenergiefeld des Menschen. Wachsende Fraktale formen mit unendlich kleinen Verbindungen den Kreis, die Spirale, den Torus, das Leben. Und siehe da, die Dunkelheit erzeugt das Licht. Denn die Dunkelheit ist das Nichts, die Null. Das Licht ist die Unendlichkeit in allen Farben. Die Unendlichkeit entsteht aus einer Variation der Null. Das ist die Weltformel. Keine Randbedingungen. Jedes Kind versteht sie, wird daraus geboren. Weltformel SMS Teil 2. Und hier ist nun die Büchse der Pandora. Tod erzeugt Leben. Es ist ein Fressen und Gefressenwerden in der Fraktalsuppe. Doch sobald sich die Fraktalstruktur wie Kreise, Spiralen und ein Torus anordnen, erzeugen sie sich dadurch selbst, für immer stabil lebend.
Bewusstsein erzeugt Materie, um sich zu entwickeln. Und das Genialste daran, wir können zu etwas werden, das unendlich existiert. Nicht nur die Gehirnverbindungen können fraktalartig wachsen. Sogar Flügel passen noch in Da Vincis Zeichnung vom Mensch perfekt im Kreis. Die Symmetrie von drei Linien, Himmel und Wurzel, Kopf und Füße. Zwei Äste mit fünf kleinen Hände. Zwei Wurzeln mit fünf kleinen. Das Geschlecht, ein Torus. Bäume, Pilze und ein Schwammorganismus im Meer probieren es schon mal aus. Sie leben immer noch. Vom Samen bis heute zehntausende Jahre. Unsere Weltlinien sind aus Sicht der Bäume nur kurzlebige Muster in eckigen Systemen. Nichts Lebendiges. Doch sobald unsere Randzonen, unsere Oberfläche, unsere Fein- und Grobstruktur Fraktale, Kreise, Spiralen, Torus abbilden, bleibt die Büchse der Pandora offen. Perpetuum mobile, unsterbliche Kreaturen. Leben geht nie verloren. Es transformiert sich in ein System höherer Ordnung, höherer Schönheit, Symbiose, Schwarmintelligenz, Perfektion. Das ist der Lebenserhaltungssatz. Hier liegt E0, der Grundzustand des Universums. We are one wird zur Formel. Weltformel, Baukasten, Zoom. Jetzt zähl 1 und 1 zusammen. Das war noch niemals 2. Die Hawking-Strahlung schwarzer Löcher erklärt, wie Null und Unendlich zusammenpassen. Alles kann der unendlichen Gravitation auch wieder entkommen. Jedes Teilchen hat die Möglichkeit, überall im Universum zu sein. Die Wirkung von Kreis, Spirale und Torus, die Formen, die überall in der Natur zu finden sind, wurden als Sacred Geometry im Menschheitsgedächtnis erfasst. Fraktale beschreiben das Muster, mit dem sich das Leben ausdehnt oder schrumpft, ummanteln und erfüllen alles, was lebt. Raum, Zeit und alle Dimensionen haben Fraktaleigenschaften. Gravitation ist sowas wie Liebe, formt den Raum. Ein Teil der zwei Möglichkeiten von Polarisation. Up-Down, Abstoßung und Anziehung. Gravitation ist Anziehung. Ein Teil davon. Karma ist sowas wie das dritte Newtonsche Gesetz. Aktio gleich Reaktio. Es kommt zurück, was du ausstrahlst. Und umgekehrt. Wo war das Bewusstsein über schwarze Löcher, als es noch keine Worte gab? Ich betrachte Materie als eine Ableitung des Bewusstseins, Max Planck. Bewusstsein erzeugt Materie, um sich zu entwickeln. Raum und Zeit sind nur Hilfsgrößen des Bewusstseins. Dein Gehirn ein Filter für diese Realität. Consciousness and Dark Matter. Das überlagerte Bewusstsein allen Lebens im Universum könnte der Quantenraum mit unendlich Möglichkeiten sein, der in der dunklen Materie, der dunklen Energie liegt. Dark Matter und Dark Energy sind nicht Teil der uns bekannten, sichtbaren, messbaren Materie und Energie, machen aber 95% des Universums aus. Physiker und Astronomen gehen von ihrer Existenz aus, weil die Anziehung der Galaxien, die Expansionsgeschwindigkeit des Universums und die Bewegung der sichtbaren Materie nicht mit der uns bekannten Materie und Energie erklärt werden kann. Ihre Herkunft ist dunkel. Dunkle Energie 72%, dunkle Materie 23% und Atome sind 4,6%. 4,6% ist das, womit wir die ganze Zeit unseren Glauben dran geheftet haben an Neutronen, Baryonen, den ganzen Teilchen zu. Alles, was wir machen, ist, ja, genau, und den Rest haben wir ja gar keine Ahnung. Nun gut. Weltformel angewandt. Nun setzt Nature Geometry, ich habe Sacred Geometry gerade mal in Nature Geometry umbenannt, in Fraktale ein. So entsteht ein Organismus. 1968 wurden L-Systemfraktale entwickelt. Nämlich exakt das, man setzt die Sacred Geometry, sprich Phi und Fibonacci-Zahlenreihe und goldenen Schnitt und diese wunderschönen Muster in Fraktalformeln ein. Und siehe da, was bekommt man? Man kann einen lebenden Organismus simulieren, mathematisch.
Weltformel angewandt des Weiteren. Escher, der Mathematiker. Schau dir die Bilder des Mathematikers und Künstlers Escher an. So wichtig. Von der Sacred Geometry in der Alhambra inspiriert, getrieben von der Erkenntnis der Mathematik, dass sich der unendliche hyperbolische Raum auf einer 2D-Fläche abbilden lässt. Zeichnete er, wie Räume fraktal gefaltet, in sich abgebildet und wieder verschachtelt werden können. Weltformel Biologie, Auftakt. Be like water. Be grounded. Be ripe. Be sticky. Look at the fine structure of nature. Fine structure encodes evolution. Natur und Kunst ist keine Kategorie. Es ist das Einzige, was es gibt. Seed of light. Evolute your DNA. Nichts geht jemals verloren. Alles dreht sich. Dance the spiral never ending. Weltformel Biologie. Die Bäume wollten wissen, wie es sich anfühlt, sich zu bewegen. Darum sind wir da. Der Bereich um die Wurzeln heißt Rhizosphäre. Wie Atmosphäre, wie Stratosphäre. Das Gehirn der Bäume. Sehen aus wie Neuronenknoten, sind es auch. In dieser Region kommuniziert der Baum mit elektrochemisch-ionischen Strömen. Die Erde, die die Wurzeln berührt, heißt Muttererde. Sie trägt und leitet die Daten weiter, ist angereichert mit wertvollen Elementen und Mineralien. Barfußerden. Wir waren mal Baum. Trees are neuronal network. Bäume sind neuronales Netzwerk. Bäume sind uns ein paar Evolutionsstufen voraus. Sehr alte Bäume, die photosynthetisch tot sind, werden von anderen Bäumen am Leben erhalten. Pilze werden als Informations- und Bewusstseinsnetzwerk benutzt. Die Rinde speichert das Gedächtnis des Baums. Bioenergiefelder, Netzwerken. Bäume sind Schwarmintelligenz. Unsere Spezies ist noch fremd, aber wird schon noch. Das Buch Das geheime Leben der Bäume des Försters Peter Wollleben revolutionierte letztes Jahr das Bewusstsein, weckte Aufmerksamkeit über das soziale Wesen namens Wald. Hirn und Bäume. Dein Gehirn hat unendliche Kapazität durch seine fraktale Struktur. Nervenverbindungen im Gehirn. Da muss man sich nochmal die Bilder anschauen. Biofilm ist Neural Network. Älter als die Form als Mensch, als Tier, als Baum, ist die Form als Biofilm. Ein flüssiges Patchwork aus Organismen, die wiederum aus Zellen vernetzt sind. Biofilm sind Bakterien, Algen, Pilze, Mikroorganismus, eine verbundene Lebensform. We are Biofilm. Alle Körperteile sind Biofilm. Flüssig, fraktal verwobene Schichten aus Mikroorganismen. Die Bausteine des Gewebes, der Organe, der Muskeln, der Knochen, verbundener Schwarmintelligenz. Biofilmschichten werden oft als glitschig wahrgenommen. Im späteren Verlauf wird gezeigt, dass Biofilm die Struktur des Universums abbildet. Darum wichtig zu verstehen und zu sehen, was das ist. Spuck in ein Glas und schau dir fluid verwobene Organismen an. Structure of the oldest living things on planet. 10.000 Jahre alt ist ein Schwammorganismus im Meer. Eine Baumkolonie, die im Schwarm wächst, einen Organismus darstellt, ist 80.000 Jahre alt. Der älteste Baum allein fast 10.000 Jahre. Die Fotografin Beth Moon hat 14 Jahre damit verbracht, die ältesten Bäume der Welt zu fotografieren. Die Bilder muss man gesehen haben. Episch. In den Bildern findet man auch die älteste Liebesgeschichte der Welt. Fine Structure Plants. Farne zählen zu den ältesten fossilen Funden der Erdgeschichte. Circa 400 Millionen Jahre. Mikroskopbilder vom Schachtelhalmfarn. Ja, bilden natürlich die Sacred Geometry ab. Sprache ist jung. Age of Human Communication. Buchdruck gibt es erst 600 Jahre.
Die Sprache erst seit 5000 Jahren. Das älteste Werk der Menschheit ist nicht die Bibel, sondern das Gilgamesch-Epos und 4000 Jahre alt. Unsere Sprache ist sehr jung. Die Sprache der Natur, die Feinstrukturen, Wirkstoffe, viel, viel älter. Im Erkennen der Feinstrukturen, dem Verstehen der Wirkstoffe der Natur, liegt alle Weisheit. Leben sehen. Alles in der Natur ist in seiner mikroskopischen und makroskopischen Feinstruktur von hoher Schönheit. Erfüllt die Geometrie der Sacred Geometry, hat Fraktalstruktur. Fine Structure Mushrooms. Pilze sind nicht nur die größten Organismen, ihr Alter wird auf bis zu 100 Millionen Jahre zurückdatiert. Ernst Haeckel war Zoologe. Er veröffentlichte 1904 das Buch Kunstformen der Natur. Fine Structure of Life, ein Epos. Haeckels Werk Kunstformen der Natur beschreibt die Vielfalt allen Organischen in fraktalen Zoomstufen. Fast jedes Set aus 10 enthält eine Mikroskopaufnahme. Poren, Pollen, Algen, Muscheln, Korallen, Pilze, Sporen, Quallen. Wir haben da ja so viel übersehen. Er zeichnete über 100 Schautafeln. Jede Spezies und ihre Metamorphosen. Verschiedene Auflösungsstufen. Man sieht überall die Sacred Geometry. Ist frei der Menschheit zugänglich, weil er schon tot ist. Was für ein Glück, wenn die großen Künstler gestorben sind. Das ist echt tragisch, unser Copyright-Recht. Haeckels Zeichnungen zeigen, wie die Natur die unendlichen Möglichkeiten ausmalt, mit der sich die Nature Geometry abbilden lässt. Das Werk war nicht nur ein Buch der Illustrationen, sondern auch die Summierung seiner Weltanschauung. Die übergreifenden Themen der Kunstformenplatten sind Symmetrie und Organisation. Die gezeichneten Proben wurden ausgewählt, um Organisation zu verkörpern. Von den Skalen der Boxfische bis zu den Spiralen von Ammonien. Die perfekten Symmetrien von Gelees und Mikroorganismen. Während er die Bilder jeder Platte um maximale visuelle Auswirkungen arrangierte. Zitat von Breitbach. Feinstruktur Essen, Nahrung. Apfel unter Mikroskop. Bilder aus dem Buch Mikroskopbilder, Vergleich Bio und Nicht-Bio, die unsichtbare Kraft in Lebensmitteln. Avidenza 2014. Apfel unter Mikroskop. Der natürlich gewachsene Apfel bildet wieder kleine Apfelbäumchen in der Feinstruktur ab. Sieht aus wie in der Alhambra. Der industriell behandelte Apfel hat Feinstruktur, Frequenz und Leben verloren. Als ob man mit der Stahlbürste drüber geschrubbt hat. Erkenne, was lebt. Feinstruktur essen. Tafelsalz besteht aus geklonten Kristallen. Jegliche Feinstruktur fehlt. Einfach nur Copy und Paste von NaCl-Kristallen. Himalaya-Bergsalz dagegen schaut unter Mikroskop aus wie Gebirgsketten. Meersalz schaut unter Mikroskop aus wie Meerbuchten und Pyramideninseln innen drin. Pyramidensalz, eines der höchsten geometrischen Perfektionen, die Natur uns in die Hände legt. Schau dir das mal an. Feinstruktur, Kopfsalat und Reis. Ja, sieht man an den Bildern eindeutig. Ne? Bei der Orange, auch voll krass, die unbehandelte Orange bildet die Früchte des Orangenbaums in ihrer Feinstruktur ab. Man sieht den Orangenbaum mit Früchten. Ein wunderschönes Kunstwerk. Das andere ist echt nur eine schlechte Kopie davon. Der industriell behandelte Apfel. Schau genau hin. Organic and non-organic. Der Bildatlas Bio und Nicht-Bio, die unsichtbare Kraft in Lebensmitteln, ist eines der aufschlussreichsten Dokumente der Menschheitsgeschichte. Was die Mikroskopbilder zeigen, ist exakt das, was man unter dem Einfluss von bewusstseinserweiternden Substanzen sieht und erfährt. Jetzt ist die Forschung auch soweit. Heilige Geometrie küsst Wissenschaft. Hawking findet Schöpfung. Zeit für ein neues Zeitalter. Zauberapfel. Schneid mal einen Apfel horizontal durch. Das ist Flower of Life im Torus. Danke, Waldorf-Kindergarten. Iss, was lebt. Je mehr lebendige Feinstruktur du aufnimmst, Alge, Pilze, Samen, Öle,
Kräuter, Schale und Rinde. The more connections to neural network universe. Eat food high in frequency with life enzymes. Processed industrial food is bringing you on the toilet, not in outer dimensions. Kreisen ist Energie. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die alten Leute oft das Glas schwenken, bevor sie trinken? Später noch mehr zum Thema Heilung. Hier vorerst nur ein Kurzblick auf die Struktur des Lebens. Zwischenstopp, Orientierung und Bilder. Die Weltformel und Weltformelbiologie sollten dir Bilder und Begriffe mitgeben für das, was folgt. Erinnerung. Weltformel. Sacred Geometry, Kreisspirale, Torus. Fraktale. Null und unendlich. Null und unendlich sind kodiert im schwarzen Loch. Und dann noch die Information, dass die Zelle unsterblich ist. Weltformelbiologie. Hier hatten wir Biofilm, neuronales Netzwerk, Hirn und Bäume, die ältesten Bäume, die Kunstformen der Natur und die Feinstruktur von Nahrung. Es geht darum, die Struktur des Lebens zu erkennen, die wiederkehrenden Muster zu sehen. Dazu gibt es im Internet unendlich aussagekräftige Bilder, aber fast nichts. Ja, unsere Rechte. In wenigen Seiten kommt das trojanische Pferd. Lass dir eine Geschichte erzählen. Doch dafür ist es nützlich, ein paar Bilder mitzunehmen. Sonst kannst du dir unter Begriffen, die kommen, wie Escher fraktal zerlegter Raum, nicht unbedingt viel vorstellen. Web-Bildsuche empfohlen. Sacred Geometry, Flower of Life, Water Cymatics, Fractal, Escher, Steampunk Fractal, Biofilm, Human Torus. Außerdem YouTube oder Vimeo empfohlen, schau dir an, wie es aussieht, wenn Fraktale den Raum auffüllen und sich dabei auch noch bewegen und ineinander zoomen. Total extrem. Super. Das sind Mandelbrot-Fraktale, das ist ein mathematisches Konzept. Mandelbulb 3D-Fraktal, Moving Fractal, Mandelbrot-Zoom oder Electric Sheep. In ganz vielen Goa Psytrance-Sets sowieso als Optics hinterlegt. See why you feel.